Ich habe jetzt Hannes Heer in der Leitung. Hannes Heer wird über die Rolle der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg mit uns sprechen und er war einer der inhaltlich prägenden Wissenschaftler und wissenschaftlichen Gestalter der Wehrmachtausstellung und später auch der Leiter derselben. Nach seinem Ausscheiden aus der Ausstellung ist er nun als freier Autor, Herausgeber und Aussteller tätig. Hallo Herr Heer erstmal. Ja, hallo Herr Peters. Ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Ich fange mit einem kurzen Zitat aus der Landtagssitzung an und es ist vom AfD-Abgeordneten Fiedler. Danach komme ich dann zu der Frage. Denn man muss sich die Frage stellen, was passierte denn vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges? War denn nicht quasi im Ersten Weltkrieg die Ursachen für den Zweiten Weltkrieg gelegt? Frage. Und wer vor allem finanzierte diese Weltkriege? Muss man mal ganz klar die Frage stellen. Diese Widersprüche, ja, da muss man fragen, wer hat dann den ersten Schuss gegeben, bevor die Kriegserklärung abgegeben wurde, Frau Hudepeinig? Ja, jetzt sagt Herr Kiesling hier, dass die Wehrmacht scheinbar nur zurückgeschossen hätte. Da müssen wir wohl nochmal ganz am Anfang beginnen. Können Sie uns nochmal kurz erklären, wie denn der Zweite Weltkrieg begonnen hat? Naja, der Grundriss des Zweiten Weltkriegs ist von Hitler in aller Deutlichkeit in Mein Kampf dargelegt worden. Das ist nicht erst in den 30er Jahren entstanden. Da ist völlig klar, es geht um Lebensraum im Osten, also in der Sowjetunion. Es geht darum, den Erbfeind, die Franzosen zu schlagen und die zurückgeholten Gebiete zurückzuholen, die im Ersten Weltkrieg von Frankreich gewonnenen Gebiete zurückzuholen. Es geht darum, die Kreaturen des Versailler Vertrags, also wie die Tschechoslowakei, auszumerzen, Polen sowieso von der Landkarte verschwinden. Also das war alles lange vorher schon, bekanntlich 23, 24 entstanden, war alles vorher schon genau dargelegt. Und Hitler hat dann zunächst in einem Drei-Stufen-Programm begonnen, die Fessel des Versailler Vertrages abzustreifen, also das 100.000 Mann Heer auf 1 Million Heer aufzustocken, zweitens sich von anderen Versailler Fesseln zu befreien, das entmilitarisierte Rheinland zu befreien, die Saar zurückzuholen und hat dann begonnen, sich näher an die Grenze der Sowjetunion heranzuschieben, indem er den Anschluss Österreichs besorgte, dann mit einer maßlosen Propagandahetze die Volksgemeinschaft in Wallung brachte über die Verbrechen, die an den Volksgenossen im Sudetenland verübt würden von Tschechoslowakei, bis das im Münchner Abkommen auch in seinen Schoß fiel und dann war die Resttschechei war sozusagen dann das nächste Ziel. Und wer also immer noch nicht weiß, dass der Überfall auf Polen durch eine vorbereitete Aktion von SS-Leuten, Besetzung des Senders Gleiwitz, sozusagen als polnischer Überfall maskiert, einen Anlass bieten sollte, genau an dem Datum dann loszuschlagen. Also wer das immer noch nicht weiß, der sollte sich aus politischen und historiografischen Debatten bitte raushalten. Also das ist ein bestimmtes Wissen, muss man voraussetzen. Und wer dann zurückgeht in den Ersten Weltkrieg und auch da die alten Parolen von Deutschnationalen und Nazis nach 1918 verbreitet, der Erste Weltkrieg sei ja nicht durch Deutschland verursacht worden, sondern Deutschland sei sozusagen das Opfer einer Einzingelung gewesen. Also wer da auch dort seine Unbedarftheit zeigt, also der sollte wirklich das Maul halten. Da muss man nicht mehr drüber diskutieren, dass solche Nachhilfestunde, denke ich, da müssen wir nicht fortsetzen. Genau, dann würde ich an dieser Stelle auch gleich einen Sprung machen, ein bisschen später im Zweiten Weltkrieg. Mike Moring von der CDU hat dann ja in einem Zwischenruf gesagt, das sind doch nicht automatisch alles Verbrecher. Genau das Gegenteil, sie machen aus einer sauberen Wehrmacht eine Verbrecherwehrmacht. Dass es sich bei der Wehrmacht nicht nur um Verbrechen handelt oder Verbrecher handelt, kann man ja nachvollziehen. Aber gibt es wirklich sowas wie eine saubere Wehrmacht? Also die saubere Wehrmacht ist eine der Gründungslegenden der Bundesrepublik gewesen. Da ging es ja nicht mehr nur um die SS-Leute, Polizeikräfte, die
Millionen europäischer Juden ermordet haben, sondern dann ging es ja um einen zweiten Völkermord, Völkermord an islamischen Völkern. Der war ja prognostiziert, auch das alles lange vorbereitet, wie gesagt, Lebensraum im Osten. Und die Maßzahlen sind ganz klar benannt worden. 30 Millionen würden per Hunger umkommen, weil die Wehrmacht sich aus dem Land ernähren müsste. Es war geplant, in einem Generalplan Ost, den Himmler in Auftrag gab, dass 30 Millionen Sowjetrussen, wenn die Deutschen gesiegt hätten, hinter den Ural verbracht würden. Das heißt nicht, dass man sie in Eisenbahnwagen setzte und dorthin komfortabel absetzte, sondern es bedeutete, dass die 30 Millionen auch auf der Strecke bleiben würden, entweder auf dem Marsch dahin oder vorher, um Leben, um sozusagen deutsche Siedlerstellung zu schaffen. Also wenn man diese Maßzahlen, die alle Facts sind, wenn man die sich vor Augen führt und dann ganz kurz eine andere Zahl dazu nennt, dass 27 Millionen Menschen aus der Sowjetunion in diesem Zweiten Weltkrieg unschuldige Opfer geworden sind. 3,5 Millionen Kriegsgefangene ermordet worden, in Gewahrsam der Wehrmacht, 15 Millionen Zivilisten umgebracht worden, entweder an Hunger oder als Zwangsarbeiter. Wenn man sich vorstellt, dass 2,5 Millionen Juden in der Sowjetunion von SS-Einsatzgruppen mit Hilfe der Wehrmacht ermordet worden sind. Also wo da noch der Begriff sauber dann bleibt, in einer ernsthaften, seriösen, geschichtlichen Betrachtung, das ist doch rätselhaft. Aber weil so viele, weil natürlich an diesem Massenmord nicht die 1,1 Million SS-Leute plus Polizei plus Kollaborateure verantwortlich gemacht werden konnten, sondern da musste man zurückgreifen auf die Zahlen der Wehrmacht. 10 Millionen an der Ostfront, 19 Millionen insgesamt. Das ist natürlich ein ganz anderer Anteil an der Volksgemeinschaft, der Schuld auf sich geladen hat, als die für die Ermordung der Juden in den Konzentrationslagern verantwortlichen SS-Leute. Und deshalb hat die Bundesrepublik nichts anderes versucht, als diese Schuld ungeschehen zu machen. Da wurde die Wehrmacht umgeschminkt zu einer sauberen Truppe, die ihre Pflicht erfüllt hat. Da zwang man den Eisenhower, den alliierten Oberbefehlshaber und jetzigen NATO-Oberbefehlshaber dazu, eine Ehrenerklärung abzugeben für die Wehrmacht. Und ganz zum Schluss nochmal darauf hinzuweisen, schon im Nürnberger Prozess sollte die Wehrmacht als, wie die SS, als verbrecherische Organisation verurteilt werden. Das ist damals aus formalen Gründen unterlassen worden, weil sie natürlich eine Rekrutenarmee war, wenn dessen die SS Freiwilligenverbände waren. Aber man hat 31 Generäle vor Gericht gestellt, stellvertretend für 2000 andere Kollegen. Und die sind, mit Ausnahme von einem und den zwei, die sie umgebracht haben in Haft, die sind alle verurteilt worden. Also da wusste man schon 46, wusste man, zwei sind hingerichtet worden, da wusste man schon 46 spätestens, dass das Wort sauber im Zusammenhang mit der Wehrmacht, dass das also verboten, sich von selbst und aus den Fakten verboten hat. Genau, dann da vielleicht nochmal nachgefragt. Jetzt hat, wie gesagt, Mike Moring ja von der sauberen Wehrmacht gesprochen. In den 90ern gab es ja die sogenannte Wehrmachtsausstellung, die ja ein großes Medienecho hervorgerufen hat, zum Teil positiv, aber zum Teil natürlich auch negativ. Das ist jetzt 20 Jahre her. Kann man davon ausgehen, dass das quasi sowas nochmal nötig wäre? Also, dass scheinbar das schon wieder vergessen wurde, dass es diese Wehrmachtsausstellung gab und dass es eben keine saubere Wehrmacht gab? Naja, also das ist einmal, ist natürlich so, dass die nachwachsenden Generationen, die das nicht erlebt haben, also weder die Wehrmachtsausstellung selbst gesehen haben, noch die Debatten verfolgt haben, muss sozusagen, diese Geschichte muss immer wieder neu erzählt werden. Das ist ein Prozess, da kommt man nicht dran vorbei. Zum anderen gibt es natürlich aber auch eine klare Markierung. Also es ist in der Wissenschaft eine Fülle von Publikationen ausgelöst durch die Wehrmachtsausstellung rausgekommen, die also die Ergebnisse bestätigen. Es hat eine Veranstaltung im Bundestag gegeben, also eine Sitzung im Bundestag 2011,
70 Jahre Überfall auf die Sowjetunion, wo alle Parteien, also das war damals FDP, CDU, CSU, das war die Linke, das waren die Grünen, SPD, alle Parteien ein Thema sich gewählt hatten, nämlich der Überfall, und alle unisono festgestellt haben, dieser Krieg ist von Deutschland geplant, begonnen worden. In diesem Krieg sind Verbrechen vorgekommen, die es bisher in der ganzen Weltgeschichte nicht gegeben hat. Die Verantwortung dafür hat Wehrmacht, SS und Polizei getragen. Und die Sowjetunion ist das Land gewesen, das im Zweiten Weltkrieg die höchste Opferzahl, 27 Millionen, das ist eine sehr vorsichtige Schätzung, die wirkliche Zahl wird noch einiges höher liegen. Also das ist von allen Parteien, die CDU hat es bedankt für die hervorragende Rede des SPD-Abgeordneten Erler, der Wissenschaftler, also Ostgeschichte, Experte ist. Das ist so eine Marke, dahinter kann man eigentlich nicht mehr zurückfallen. Und wenn Politiker wie die genannten sich da in einer Weise verhalten, die wirklich an die 50er Jahre oder vielleicht auch die 80er Jahre erinnert oder 90er Jahre, Altnazis, Altmilitärs, dann haben sie einfach bestimmte Lektionen nicht gelernt oder wollen sie nicht lernen. Okay, das ist... kann man ja so verstehen, das ist eine Marke, hinter die man nicht mehr zurückkommt. Es gibt ja noch eine zweite Marke. Da würde ich nochmal mit einem Zitat von Wolfgang Fiedler einsteigen. Das ist ziemlich kurz. Es kam so rüber, dass die deutsche Wehrmacht diejenigen waren, die das Ganze angezettelt haben. Das war nicht die deutsche Wehrmacht, sondern das war Hitler und Co. Genau, so viel vielleicht dazu. Und wie gesagt, Wolfgang Fiedler geht davon aus, dass nicht die deutsche Wehrmacht Verbrechen begangen hat, sondern eben Hitler und Co. Und dies zeigen ja nicht zuletzt auch Beiträge vor allem ZDF, das ist dann eine beliebte Ausrede. Jedem zweiten ZDF-Infobeitrag oder ZDF-History-Beitrag geht es um Hitlers Verbrechen, Hitlers Helfer, Hitlers Freunde, wie auch immer. Und Sie haben ja mehrere Bücher diesem Thema gewidmet, und dabei sprechen Sie zum einen vom Verschwinden der Täter oder von der Befreiung der Deutschen von ihrer Vergangenheit. Wie kann man das denn verstehen? Es gibt ein bemerkenswertes Buch, unter dem Titel Lügendetektor. Das stammt von einem amerikanischen Offizier, der 44, 45 als Angehöriger der Abteilung für psychologische Studien Material gesammelt hat für die künftigen Militärregierungen im besetzten und besiegten Deutschland. Der hat einfach Bevölkerung befragt. Und das erstaunliche Ergebnis dieser Befragung, die im Krieg schon stattfand, über den Zustand der Deutschen war, dass alle seine Interviewpartner, von wenigen alten Sozialdemokraten abgesehen, behaupteten, Hitler war es. So, das musst du dir mal vorstellen. Und der macht dann eine sehr schöne, sarkastische Bemerkung dazu, dass jemand, der das alles geschafft hat, 400 Konzentrationslager, ganz Europa besetzt hat, die Züge pünktlich hat fahren lassen nach Auschwitz und anderen Vernichtungsorten, wer das alleine schafft, das muss ja ein Superman sein. Er kennt nur zwei, der andere ist Superman. Also, das ist eine uralte Legende mit einem langen, langen Bart. Der erste Besuch Hitlers, nachdem er Reichskanzler geworden war, der erste Besuch Hitlers galt der Führung der Wehrmacht. Er hat dort sein Programm erläutert, er hat dort erläutert, dass der Pazifismus und der Marxismus ausgerottet werden muss. Er hat Gewaltmaßnahmen angedroht. Er brauchte die Wehrmacht. Und Manfred Messerschmidt, einer unserer alten und besten Historiker, hat schon 1969 in einem Buch sehr genau aufgeführt, wie die Wehrmachtsführung dann indoktriniert bzw. selber übergelaufen ist. Und diesen Krieg begeistert gegen Polen, begeistert im Westen geführt hat, in Hitler den größten Feldherrn aller Zeiten. So, und dieses Mordwerk Hitler und Co. Anzuhängen, das ist ein Irrwitz, denn alles das, was ich nur andeutungsweise gesagt habe, das kann man mit Millionen Soldaten, lässt sich das nur durchführen. Und diese Soldaten waren entsprechend indoktriniert und haben einen guten Teil dann ihres Rassismus dann nochmal radikalisiert, dann in der Sowjetunion selber erlebt. Also das ist
ein Faktum, von dem muss man ausgehen. Und es ist mit der Ermordung der Juden ist relativ rasch, hat man da offiziell das akzeptiert. Hitler hat also Konrad Adenauer hat 1952 schon mit der israelischen Regierung sich vereinbart, Wiedergutmachung zu zahlen. Das ist per Scheck dann und später mit Waffenlieferungen dann abgegolten worden. Die Wehrmacht hat halt, ich will die Zahl nochmal nennen, 19 Millionen Soldaten, die haben entweder Frauen gehabt oder haben Freundinnen gehabt oder hatten Schwestern, hatten Brüder, hatten geliebte Eltern. Also das ist sozusagen der Querschnitt der Volksgemeinschaft. 80 Millionen Deutsche, da weiß man, das ist ein Viertel davon. Also das ist, dass man natürlich bei so einer Zahl, Größenordnung von Tätern, dass man alles tut, das vergessen zu machen, das kann man sogar verstehen, aber es ist natürlich, so ist es nicht haltbar und es ist auch nicht durchzusetzen. Und deshalb gibt es ja auch dann seit den 60er Jahren die erbittertsten Debatten in Wellen. Das ging mit dem Film Nacht und Nebel los, 56, das ging mit der Fischer-Kontroverse weiter, das ging mit dem Stück der Stellvertreter von Hochhuth weiter, die ganze Studentenbewegung, die basierte auf dem Eichmann-Prozess, dem Auschwitz-Prozess, die Holocaust-Serie, Historikerstreit und die Wehrmachtsausstellung war eine der letzten großen Auseinandersetzungen. Also in diesem Prozess von öffentlichen, sehr heftig geführten Kontroversen, sind diese Legenden, die sind da zersetzt oder zertrümmert worden. Da hat man sich genähert der Anerkenntnis der Schuld. Und es ist halt ein Prozess, also solche Nachzügler wie Fiedler oder wie Moring auch davon zu überzeugen. Das ist die Aufgabe der politischen Arbeit, die auch in Thüringen geleistet werden muss. Die saubere Wehrmacht hätte man in Erfurt damals schon, als die Ausstellung dort war, hätte man schon Abschied von nehmen können. Aber da liegt noch ein Stück Arbeit offensichtlich in Thüringen vor. Genau, dann würde ich an dieser Stelle mich erstmal bedanken. Ich hätte eigentlich noch viel mehr Fragen, aber die Zeit läuft uns ein bisschen weg. Ich kann vielleicht schon mal vorausnehmen, dass wenn alles gut läuft, wird es voraussichtlich im Herbst oder im späteren Verlauf des Jahres zwei Vorträge mit Ihnen in Thüringen geben, einen in Erfurt und einen in Jena. Aber darüber wird es dann wahrscheinlich noch genug zu informieren geben. Ich hoffe, dass Herr Fiedler und dass Herr Moring an allen dieser Vorträge dabei sind, sodass sie ihre Auffassungen dann auch dort vertreten können, dass man sich mit ihnen direkt und ich mich mit ihnen direkt auch auseinandersetzen kann. Gut, dann erstmal vielen Dank. Das war Hannes Heer, Historiker und ehemaliger Leiter der Wehrmachtsausstellung in den 90ern. Ich danke. Tschüss nach Jena.